2000 years ago, the Dark Knight, Sparda, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms, we weak humans would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. Nero, what's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Huh? Until then! I won't hold my breath. Yeah.
notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. This doesn't quite cut it. What's the point of packing a sword like that if you aren't even gonna use it? You're looking to play, huh? All right, I guess I got some time to kill. Tough guy, huh? Well... I think I'll have to take you down a couple notches. Whatever you say, kid. Und damit hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen kleinen Let's Play. Wir spielen heute Devil May Cry 4 Special Edition. Die ist jetzt vor ein paar Tagen erst erschienen. Und man sieht auch schon allein in dem Intro, dass grafisch schon einiges getan hat. Also Capcom hat richtig draufgesetzt. Besonders im Bereich der Charaktere, der Schatten und der Beleuchtung. Da muss man schon sagen, da haben sie große Arbeit geleistet. So, ich will jetzt aber nicht mit meinem Gelaber langweilen. Springen wir doch mal direkt ins Spiel rein. Machen wir mal die erste Mission. So, wir kämpfen den Dante. Die meisten kenne ich schon allein von euch. Und Devil May Cry 3. Oder 2. Also dann ist er eigentlich recht bekannter Charakter. So. Und wir spielen auf dem Turbo-Modus und auf Teufel. Das ist also der zweigleichigste Schwierigkeitsgrad. So. Gucken wir doch mal, ob wir dann den Schuss können. Das war schon anscheinend. Ja.
getting better. I would even go as far as to say that I underestimated your abilities. You aren't human, are you? We're the same. You and... and them. Though I suspect you carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey! Adios, kid. So, und damit haben wir auch schon die erste Mission beendet. Für jeden Kampf bekommt man dann nachher Seelen, mit denen man seine Waffe verbessern kann. Im Laufe des Spiels sammelt man aber auch rote Orbs ein, mit die man wiederum Gegenstände kaufen kann. So. Man kriegt für einen bestimmten Rang für den Zeitabschluss, für Style-Punkte und für Kugeln, die man eingesammelt hat. Es gibt natürlich auch Strafen, wenn man irgendwelche Hilfsmittel einsetzt. So. An dieser Stelle würde ich mein erstes Let's Play erstmal beenden. Also ich habe mir das immer so gedacht, ich spiele eine Folge und es ist dann ein Let's Play. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.